Nach dem schönen Hallstatt sind wir jetzt beim Traunsee. Wir bleiben in Oberösterreich, in der Gmundner Gegend. Der wunderschöne Traunsee, das Wetter passt nicht ganz, aber der See, der ist top. Regnet auch wieder, stark bewölkt ist es. Der Traunsee hat eine Wassertiefe von 191 Meter und zählt somit zu den tiefsten Seen in Österreich. Als Bergsee ist hier natürlich die Seeforelle vorhanden, auch der See Saibling. Für die Fischer wurden in diesem kalten See aber auch untypische Fische ausgesetzt, wie der Hecht, Zander, Flussbarsch, europäischer Aal, Brachse oder Schleie. Wer Schleie nicht kennt, das sind harmlose, karpfenähnliche Fische. Auch viele Vogelarten gibt es hier, besonders die Lachmöwe, Stummmöwe, das Bläshuhn, Haubentaucher, sowie der Schwarzhalstaucher und natürlich auch die Schwänen und Enten. Raubvögel wie den Fischreiher gibt es hier aber nicht. Das Wetter hat nicht ganz so hingehaut und da war das Museum eine schöne Abwechslung.
Jetzt sind wir in einer Parkanlage und da steht ein wahres Monstrum, ob das ein Mammutbaum ist. Wieder ein außergewöhnlicher Baum und der Regen wird von Minute zu Minute stärker. Jetzt besser. Du bist Katastrofski. Und was gibst du ihr jetzt? Traunstein bleibt unter den Wolken verborgen. Eigentlich schade, weil bei einem schönen sonnigen Tag gibt es ein wunderbares Panorama ab, wenn der Berg hervorschaut. Aber so ist es eben, gegen das Wetter kann man nichts machen, man muss nehmen, wie es kommt. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen, wir hoffen es beide. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, Leute.